Hallo. Krass, dass ihr alle hier seid und euch für das Thema Stadtflucht der Nerds interessiert. Das Thema ist hier in der Republika in den Track Mobilität und City gelandet, aber auch auf der Reihe Digitalisierung und Grün in Kooperation mit der IGA. Am 25. Mai ist da die nächste Veranstaltung direkt auf dem IGA-Gelände. Darauf sollte ich hier noch hinweisen. Ich sage gleich, wer ich bin, aber zunächst wollte ich kurz sagen, was Johann Wolfgang von Goethe im April 1776 in einem Brief geschrieben hat. Das war, während er gerade an Faust gearbeitet hat. Hab ein liebes Gärtgen vorm Tore, an der Ilmen schönen Wiesen in einem Tale, ist ein altes Haus drinne, das ich mir reparieren lasse. Ich lasse mir von den Vögeln was vorsingen und zeichne Rasenbänke, die ich will anlegen lassen. Da habe ich gedacht, das ist natürlich eine schöne Parallele zu dem Thema. Deswegen lasse ich mich auch beim Einstieg in diese Veranstaltung, in diesen Talk von Faust inspirieren und wähle den dreifachen Anfang. Also zuerst sage ich ein bisschen was über mich und wie ich zu dem Thema gekommen bin. Dann gebe ich ein kleines Beispiel, um zu illustrieren, worum es eigentlich geht. Und dann greifen wir kurz in die Geschichte, wie wir zu der Situation gekommen sind, die wir gerade haben und wie wir damit vielleicht umgehen können. Die Frage ist natürlich, warum sollte man überhaupt raus aus der Stadt? Wir sind ja hier in der Stadt und wir sehen auch hier in der Stadt, sind wir alle relativ dicht aufeinander gepackt. Darum soll es gehen. Aber natürlich gibt es auch Vorurteile, das Landleben betreffend. Ein schöner Twitter-Hashtag ist mir gestern erst über den Weg geflogen, aufs Land ziehen. Da findet man diese Vorurteile super gebündelt und wir reden natürlich auch darüber, was man da dagegen machen kann. Und dann ein paar Beispiele, beziehungsweise wie man auch aus dem, wo andere schon gescheitert sind oder wo andere vielleicht sogar Erfolg hatten, lernen kann. Und die wichtige Frage am Ende ist natürlich immer, was passiert als nächstes. Das war jetzt auch die einzige Folie mit viel Text. So, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Simon Kowalewski. Ich wurde vor inzwischen 36 Jahren geboren und zwar in einem kleinen Dorf. Und wie jedes Dorfkind wollte ich natürlich immer in die Stadt und das habe ich dann auch über verschiedene Schritte mir sozusagen ermöglicht. Ich bin erst in eine kleine Stadt gezogen und dann in eine etwas größere Stadt und dann sogar in eine ganz große Stadt. Aber klar war natürlich irgendwie, ich will in die Hauptstadt, also nach Berlin. Die Stadt, wo alle hin wollten, zumindest damals. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, es gab noch Umwege. Also erst eine kleine Stadt in Mittelengland, dann eine Landkommune am Bodensee und schließlich einen Bauernhof irgendwo zwischen Ostfriesland und Friesland, bis es dann endlich soweit war und ich vor etwas weniger als 10 Jahren hier in Berlin gelandet bin. Und ich hatte natürlich auch Vorurteile dem Stadtleben gegenüber. Ich dachte, Berlin, das ist ja klar, das ist ja so eine linke Zeckenstadt, da kann ich mich bestimmt mit meinem Wohnwagen einfach irgendwo auf einem coolen Wagenplatz irgendwo mitten in der City irgendwie hinstellen. Das stimmte leider nicht ganz. Ich bin dann weit außen gelandet, da wo die S-Bahn gerade noch so hinfährt. Und für mich war klar, das kann es ja jetzt auch nicht gewesen sein, irgendwie das Stadtleben. Deswegen bin ich dann doch wieder in einem Gebäude gelandet, nämlich in einer tantrischen in einem tantrischen Gemeinschaftsprojekt in Schöneberg. Und wie das im Tantra eben so ist, kam das eine zum anderen und plötzlich war ich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Und hatte von 2011 bis 2016, also letzten Herbst, die wunderbare Gelegenheit, mich mit der Berliner Stadtpolitik sehr ausführlich auseinanderzusetzen. Und das war eben auch die Zeit, in der ich gemerkt habe, dass das mit Berlin, so wie ich das als Kind so als Traum hatte, wie viele ja auch mit einem bestimmten Berlin-Bild hierher gekommen sind, einfach nicht funktioniert. Dass wir da auf einem ganz schlimmen Weg nach draußen sind, da gehe ich später auch noch ein bisschen drauf ein. Und dass man zumindest einen Plan B haben sollte, wenn nicht gar eine Perspektive. Und das war dann der Grund, warum ich mir kürzlich dieses nette kleine Häuschen in Brandenburg gekauft habe. Das war mal eine Keramikfabrik, später war es dann ein Lager für polnische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg, die dann da untergebracht worden sind und an der Vergeltungswaffe 2 gearbeitet haben. Also auch eine Geschichte, die man durchaus mal aufarbeiten musste.
Aber die Frage ist natürlich, wie kommt so jemand wie ich irgendwie dazu, sich da so ein Haus zu kaufen, so ein großes? Das hat eben damit zu tun, wie unsere Gesellschaft momentan verteilt ist. Ich habe hier mal eine Karte von der näheren Umgebung. In der Mitte hier haben wir Berlin, da sind wir gerade. Und als Gegenbeispiel habe ich jetzt mal den wunderbaren Landkreis Uckermark gewählt. Viele kennen den als Heimat unserer Bundeskanzlerin. Schön gelegen zwischen Ostsee und Berlin. Irgendwie so Spätausläufer der Mecklenburgischen Seenplatte sind da. Also eigentlich könnte man sagen, ist ja eigentlich ein Traum. Schöne Landschaften, alles grün und so. Die Uckermark ist 3077 Quadratkilometer groß und hat 121.014 Einwohnerinnen und Einwohner. Das heißt, dort leben 39 Menschen auf dem Quadratkilometer. Berlin ist ein bisschen anders strukturiert. Berlin ist nämlich nur 892 Quadratkilometer groß, hat 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das heißt, da leben 39.048 Menschen pro Quadratkilometer. Und das, obwohl Berlin ja doch dafür bekannt ist, eine relativ grüne Stadt zu sein. In Berlin gibt es große Flächen, die überhaupt nicht bewohnt sind. Das heißt, die Menschen konzentrieren sich da, wo Menschen wohnen, natürlich noch deutlich enger. So, und wenn man jetzt irgendwie einen Plan hat, irgendwie man möchte irgendwas machen, vielleicht, was weiß ich, irgendwie ein Hackerspace oder so, dann braucht man dafür natürlich eine Immobilie. Und da habe ich mal geguckt, am gleichen Tag auf einem Immobilienvergleichsportal, und da habe ich eben in der Uckermark das hier gefunden und in Berlin das hier. Das sind zwei relativ normale, durchschnittliche Angebote, sage ich jetzt mal. Und man sieht eben, in der Uckermark zahlt man 5,81 Euro pro Quadratmeter, dann hat man es aber gekauft. In Berlin zahlt man 7,50 Euro pro Quadratmeter, und das ist eben die Monatsmiete. Man sieht also, die Preise für Immobilien sind natürlich so das, woran man vielleicht als allererstes denkt, wenn man sich überlegt, was jetzt der Hauptunterschied zwischen Stadt und Land ist. Wie kam es dazu? Seit dem Jahr 2008, also seit 9 Jahren, lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, während 1950 noch 70% der Menschen auf dem Land lebten. 2030 schon soll 2/3 der Menschen in den Städten leben. Das nennt sich Verstädterung, dieser Prinzip. Der geht weiter und ist noch gar nicht absehbar, was das für ökologische, ökonomische und soziale Konsequenzen hat. Und jetzt gerade, ich weiß, es ist alles ein bisschen berlinzentrisch, aber wir sind halt nun mal gerade in Berlin. Das ist die Bevölkerungsentwicklung in Berlin, und die ist ein bisschen untypisch, denn nach der Wende und vor allem auch nach dem Hauptstadtbeschluss, also dass Berlin die Bundeshauptstadt war, ist nämlich die Bevölkerung hier in Berlin zurückgegangen. Das ist tatsächlich bei den großen Städten relativ einmalig, und auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nach Berlin gezogen bin, blieb es auf so einem Stagnationstief, aber ab da ging es dann massiv nach oben, und die Stadt Berlin prognostiziert immer die Bevölkerungsentwicklung in 3 verschiedenen Prognosen, und bisher war immer die höchste Prognose diejenige, die dann auch eingetroffen ist ungefähr. Das heißt, die Bevölkerungsentwicklung wird noch stark weitergehen und wird zwar ein bisschen weniger stark steigen, aber sie wird trotzdem weiterhin steigen. Und das, obwohl jetzt schon, also da, wo diese schwarze Linie ist, eben laut zu hören ist, man kann sich diese Stadt überhaupt nicht leisten, alles viel zu teuer. Und trotzdem zieht es mehr und mehr Menschen in die Stadt. Das ist natürlich ganz interessant für die Sozialwissenschaften, denn da entsteht natürlich auch eine ganz neue Bevölkerungsschicht sozusagen, die Menschen, die eigentlich die großen Gewinner im Kapitalismus sind, die also die Chance haben, in einem gut bezahlten Job tatsächlich so viel Geld zu verdienen, dass sie sich leisten können, auch jetzt noch in die Stadt zu ziehen. Das sind die Lobos. Entschuldigung, kleiner Versprecher, ich bin noch ein bisschen nervös. Das sind natürlich die Bobos. Bourgeoisie Bohemians. Dieser Begriff kursiert so ungefähr seit der Mitte der 90er. Hier sehen wir beispielsweise eine kleine Darstellung des 7. Bezirks in Wien, auch als Boboville bezeichnet. Das sind eben solche Bezirke wie hier in Berlin, der Prenzlauer Berg, wie in Hamburg, das Karo-Viertel, wie in New York, Brooklyn,
wo einfach die Preise stark gestiegen sind, weil eine bestimmte Bevölkerungsschicht dahin gehen wollte, weil es da früher mal so billig war und deswegen dann eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht sich entwickelt hat, so eher so die Kreativen, die, die Platz brauchen, aber nicht viel Kohle haben und genau diese Menschen da jetzt vertreiben. Ich würde dieses Phänomen jetzt als Gentrifizierung bezeichnen, wenn ich dann nicht vom Verfassungsschutz beobachtet würde, wenn ich dieses Wort sagen würde. Hier sehen wir nochmal einen kurzen Überblick, wie viel man denn eigentlich bezahlt am Anteil der Monatseinkünfte für die Kaltmiete. Und man sieht, da sind natürlich die Städte Hamburg und Berlin ganz oben. Die Städte München und Frankfurt gehören zu den Bundesländern Bayern und Hessen. Die kommen da auch relativ früh. Das heißt, das sind Durchschnittswerte. Der Durchschnitt in Berlin zahlt die Hälfte seines Einkommens nur für die Kaltmiete. Das heißt natürlich, dass die ganzen Leute, die einen Altvertrag haben, die noch nicht ganz so viel bezahlen, weniger zahlen. Das heißt aber eben auch, dass Leute, die jetzt neu dazukommen, deutlich mehr bezahlen. Das heißt, wir arbeiten hier in der Stadt letztlich nur, damit wir uns leisten können, hier in der Stadt zu leben. Und das ist insofern ganz interessant, weil die meisten Leute, die hier in der Stadt leben und genau zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören, das war ein bisschen höher, ich bin die ganze Zeit so gebückt, dass genau die sich dann hier in der Stadt wiederum ihre eigenen kleinen Öko-Ecken konstruieren. Hier der Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg. Das funktioniert aber eben nur sozusagen als Einbildung, denn auch im Prenzlauer Berg ist die Luft beispielsweise durch die Feinstaubbelastung in der Stadt nicht gesünder als in so einem bröckelnden Betonbunker, Asbestbunker direkt an der Autobahn. Und das Problem ist, wofür wir uns natürlich auch lange Zeit eingesetzt haben, wo allerdings überhaupt kein Wunsch da ist, das zu ändern. Die Stadt Berlin und auch andere große deutsche Städte kriegen ständig die Drohung, dass sie endlich mal was machen müssen, sonst sind eben Strafen fällig. Und die Linie der Bundesregierung ist es lieber, die deutsche Vorherrschaft bei Verbrennungsmotorfahrzeugen, die bald keiner mehr haben will, nicht in Frage zu stellen und einfach weiterhin unsere Städte zu verdrecken. Das Interessante ist, wir haben jetzt von der Landflucht gesprochen. Wenn man die Sozialwissenschaftler fragt, was ist denn das Gegenmodell zur Stadtflucht, sagen sie nicht, zur Landflucht sagen sie nicht, dass es die Stadtflucht ist, sondern sie sagen, es ist die Suburbanisierung. Also die Flucht in die Vororte. Und zwar wirklich nur mit dem Ziel, etwas billiger zu wohnen. Und deswegen lässt man sich eben darauf ein, in völlig lebensunwerten Vorstadtsiedlungen zu leben, in dem es keine Infrastruktur gibt, die man irgendwie nennen kann, weil die Leute kommen da eh nur zum Schlafen hin, fahren dann tagsüber in die Stadt zum Arbeiten und für alles, was man sonst noch so macht, Kultur und Einkaufen und so. Oder sie versuchen es zumindest, weil sie in der Realität dann stattdessen 2 Stunden im Stau stehen auf dem Weg in die Stadt. Und wo das dann sozusagen im Endeffekt hinführt, sind die Banlieues, die man aus anderen Städten kennt, vor allem von Paris. Also natürlich wegen der unheimlich homogenen Bevölkerung entwickelt die sich schnell zu Problemvierteln. Aber muss das sein? Muss man wirklich irgendwo in so einer Schlafstadt wohnen und dann 2 Stunden im Stau stehen, um in die Stadt zu kommen und zu arbeiten? Eigentlich nicht, aber leider momentan in Deutschland eben schon. Alternative Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel die Telearbeit, sind in Deutschland leider immer noch absolut unterdurchschnittlich entwickelt. Das können andere Länder, wie so vieles, deutlich besser. Das wäre also ein wichtiger Punkt zu sagen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre es schon mal ganz gut, wenn man vielleicht sagen würde, ihr braucht nicht unbedingt in der Stadt zu arbeiten, es gibt auch andere Möglichkeiten. Dann würde eben auch dieses Problem mit den Vorstädten sich erledigen. Aber es geht ja um Gründe, warum man eigentlich aus der Stadt raus sollte. Und hier ist eben das Problem, dass unsere Welt gerade massiv vor die Hunde geht. Und interessanterweise, immer dann, wenn es ganz schlimm wird, sind die Leute plötzlich doch wieder sehr interessiert am ländlichen Raum.
entweder um vor dem Krieg zu fliehen, zu Verwandten, die eben noch auf dem Land leben, und zwar genau die Leute, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in den sogenannten goldenen 20ern sozusagen erst in die Stadt gezogen sind, oder wenn sie selbst das nicht haben, dann zumindest um die Errungenschaften ihrer städtischen Zivilisation auf dem Land einzutauschen, um überhaupt irgendwas zu fressen zu haben. Das ist aber nicht das einzige Problem. Also selbst wenn wir, sage ich jetzt mal, privilegierten Mitteleuropäer aus irgendwelchen Gründen, auch wenn es nicht so aussieht, tatsächlich noch ein paar Jahre hier in Frieden leben können sollten, haben wir natürlich in Städten noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel hat die Massentierhaltung mit ihrem Antibiotikamissbrauch dafür gesorgt, dass wir bald keine funktionierenden Antibiotika mehr haben werden. Das heißt, die nächste oder übernächste Influenza-Welle wird Menschenleben kosten. Das ist natürlich was, wie man auch an der Pestepidemie im Mittelalter gesehen hat, was Großstädter überdurchschnittlich betrifft, weil eben, wie gesagt, viele Menschen auf engem Raum, da verbreitet sich jede Krankheit sehr schnell. Und auch viele andere mögliche Epidemien, die man in den Städten, und das ist wissenschaftlich bewiesen, deutlich besser ausgesetzt ist als auf dem Land. Und der zivile Katastrophenschutz, der eigentlich die Zivilbevölkerung gerade in den Städten vor schlimmen Situationen beschützen soll, ist so schlecht wie noch nie. Wir haben uns jetzt gerade vor ein paar Monaten darüber aufgeregt, dass die Bundesregierung die Menschen dazu aufgerufen hat, sich selber zu bevorraten für Katastrophenfälle. Das heißt, von der Richtung ist eben wahrscheinlich auch keine wirkliche Hilfe zu erwarten. Zusätzlich kommen eben auch noch so nicht physische Gefährdungen hinzu. Es ist erwiesen, dass zum Beispiel Schizophrenie in Städten doppelt so häufig vorkommt wie auf dem Land, also pro Einwohner natürlich. Depressionen sind ungefähr anderthalbmal so oft. Auch viele andere, zum Beispiel Angsterkrankungen, sind in der Stadt deutlich verbreiteter, was eben auch daran liegt, dass man sich nicht wirklich auch mal abschotten kann, wenn halt einfach zu viel auf einmal um einen herum passiert. So, jetzt haben wir also festgelegt, es gibt durchaus gute Gründe, aus der Stadt zu fliehen. Aber wie ist denn das auf dem Land? Da gibt es eben so verschiedene Vorurteile. Zum Beispiel, gibt es denn da überhaupt Internet? Ist ja das Wichtigste. Und jetzt schauen wir mal auf den offiziellen Breitbandatlas der Bundesregierung. Und da sehen wir prinzipiell etwas weniger, wobei es eben nicht so schwarz-weiß ist, wie es häufiger gemalt wird. In den Städten hat man vielleicht eine etwas höhere Chance als 50%, dass man einen Internetanschluss mit mindestens 50 Megabit bekommt. Auf dem Land ist sie vielleicht etwas unter 50%, wobei tatsächlich zu sehen ist, richtig gute Chancen, einen schnellen Internetanschluss zu bekommen, ist da, wo sich tatsächlich die Kommunen, egal ob große Städte oder kleine Gemeinden, selber drum kümmern. Das sind die gelben Flecken auf der Landkarte. Überall sonst ist es eben auf jeden Fall ein Glücksspiel. Aber auf dem Land hat man den großen Vorteil gegenüber der Stadt. Man stellt sich auf eine Leiter und dreht sich einmal um 360 Grad und guckt in jede Richtung und schaut, was man da alles so für Häuser sieht. Das sind nämlich gar nicht so wenige. Und dann kann man sich das Internet einfach daher holen. Zwei Pfosten in die Erde, jeweils eine Richtantenne drauf, zack, fertig. So, aber Infrastruktur ist ja noch mehr. Wie ist denn das zum Beispiel mit dem Verkehr? Ja, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Auf dem Land, gerade in Brandenburg, erlebt man das als Berliner ja auch ab und zu mal, wenn man mal dahin muss, aus welchem Grund auch immer, dass es da irgendwie mit dem öffentlichen Nahverkehr so eine Sache ist. Es gibt meistens keinen. Also gerade sonntags gibt es überhaupt keinen. Aber Infrastruktur lebt ja auch vom Selbermachen. Zum Beispiel gibt es immer wieder diese netten kleinen Elektrobusse für vierstellige Eurobeträge gebraucht auf dem Markt. Damit kann man zum Beispiel seine Leute, egal aus welchem Grund auch immer, einfach hin und her shutteln. Wenn man ganz geschickt ist, sucht man sich einfach eine der vielen stillgelegten Gleisstrecken, die wir ja gerade in ländlichen Bereichen Deutschland haben. Meldet sich als Eisenbahninfrastrukturunternehmen bei der Regulierungsbehörde an und kann dann diesen Elektrobus auf Schienenrädern vielleicht sogar autonom fahren lassen, dann braucht sich da auch keiner mehr drum zu kümmern. Aber das ist natürlich alles viel Aufwand und die einfachste Möglichkeit, wie man jetzt gerade eben auch in den Städten sieht, wo die überall aus dem Boden schießen, Elektroroller ermöglichen, ist von einem Bahnhof, der regelmäßig angefahren wird, zu einem Ziel zu fahren und wieder zurück. Das muss man nur irgendwie hinkriegen, dass die Daten tatsächlich auch zur Verfügung stehen. Da bieten sich eben Möglichkeiten an, die übers Internet freizuschalten,
sodass die dann benutzt werden können. Das sind also alles Sachen, da kann man an der Infrastruktur selber viel besser dran rumarbeiten, als da auf irgendwelche staatlichen Stellen, die das jetzt schon seit 40 Jahren, Klammer auf, im Osten seit 20 Jahren, Klammer zu, einfach nicht hinbekommen. Aber wie ist denn das mit dem Einkaufen? So Supermärkte und so gibt es ja auch nicht so viel auf dem Land, da muss man dann immer weit fahren. Muss man eigentlich nicht, denn wenn wir uns mal ein bisschen selbstkritisch anschauen, die meisten Sachen, die wir konsumieren, kommen ja eh irgendwie per Post. Und das hat tatsächlich auch auf Finnland einen Vorteil. Da kann man sich einfach so einen Paketbriefkasten hinstellen und muss die Sachen auch nicht mehr bei der Post abholen, die welcher Versender auch immer da bringt. Weil Platz hat man ja, das haben wir ja schon festgestellt. Und letztlich, wenn man sich so diese Nerd-Bewegung mal anschaut, ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Foodhacking. Und interessant ist immer dann, wenn man tolle Foodhacking-Sachen macht, aber eben aus den Dingen, die Monsanto uns in den Supermarkt legt. Das ist fast schon inkonsequent, deswegen auf dem Land hat man die Möglichkeit, sich tatsächlich selber um sein Essen zu kümmern. Und zwar mit Methoden wie der Permakultur, wie Vertical Gardening, wie bio-vegane Landwirtschaft. Das sind alles Sachen, die absolut hackbar sind, weil da eben auch noch viel Forschungsbedarf besteht. Und dass eben gerade die Methoden sind, die für die Intensivlandwirtschaft nicht so sinnvoll sind, aber um sich selber und seine Leute mit wenig Aufwand zu ernähren, sind die eigentlich alle ziemlich optimal. Aber man kann auf dem Land eben auch noch ganz andere Sachen ernten. Strom zum Beispiel. Egal ob jetzt mit Solarkollektoren oder eventuell selbstgebastelten Auftriebkraftwerken, da braucht man noch nicht mal unbedingt eine Genehmigung für, das geht ganz easy. Und diesen Strom kann man dann auch speichern, also entweder in so kommerziellen Flugsbatterien wie der hier oder man nimmt einfach ein paar gebrauchte Laptop-Batterien. Und dann ist man auch derjenige, der, wenn tatsächlich die Infrastruktur komplett zusammenbricht, noch Strom hat. Aber wie ist denn das mit der ärztlichen Versorgung? Da hört man ja auch immer, das ist schon ganz so furchtbar schlimm. Ich sag mal, alle Leute, die das behaupten, waren noch nicht in der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Stadt. Interessant ist, dass gerade in ländlichen Regionen gerade unheimlich viel Forschung passiert, zum Beispiel im Bereich der Telemedizin. Und wenn selbst das nicht ausreicht, es ist wichtig festzuhalten, es gibt keine Region in Mitteleuropa, in der die medizinische Versorgung wirklich ernsthaft gefährdet ist. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengend manchmal, vielleicht muss man, wenn man auf einer Insel wohnt, eben auch warten, bis der Doc dann irgendwie per Küstenwache irgendwie dahergebracht wird oder so, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man irgendwo befürchten muss, bei einem medizinischen Notfall keine Hilfe zu bekommen. So, und jetzt kommen wir zu einem schwierigen Thema. Ich muss jetzt aufpassen, hier nicht zum Logo zu werden. Wie ist denn das? Sind auf dem Land nicht irgendwie überall so Rechte oder so komische Reichsbürger-Verschwörungsspinner oder solche Sachen? Gibt es. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal als Metrik die Karte der rechtsextremistischen Übergriffe anschauen, das ist eigentlich relativ gleichmäßig verteilt übers Land, wobei man sieht, auch da in den Städten ist die Dichte höher, wie bei allem. Und der Datenjournalismus, um den es ja hier auch auf dieser Veranstaltung viel ging, beschert uns eine Möglichkeit, dieses Thema tatsächlich mal sich genauer anzuschauen. Die Berliner Morgenpost hat eine Karte, da kann man auf Gemeindeebene, also wirklich pro Gemeinde nachschauen, wie viel wurden denn da Rechtspopulisten, wie viel wurden da rechtsradikale Parteien gewählt. Und jetzt ist der Punkt, wo ich tatsächlich so ein bisschen Angst habe, mich ein bisschen in die Nesseln zu setzen. Aber ich bin fast davon überzeugt, dass die wirklich harten Rechtsextremisten, die Organisierten, tendenziell eher in den Städten wohnen. Dass es bei vielen Leuten, die auf dem Land zu rechtem Gedankengut neigen, vielleicht gar keine wirklich überzeugte rechtsradikale Einstellung ist, sondern so ein schwammiges Gefühl des Abgehängtseins, dass man irgendwie eben nicht zu den Schönen und Reichen gehört, die es geschafft haben, irgendwie einen Job in der Stadt zu finden. Vielleicht könnte es helfen, einfach auch diesen Menschen auf dem Land wieder eine Perspektive zu geben durch Projekte.
Und da kommen wir dann eben auch schon zu diesen Projekten. Wenn man vom Leben auf dem Land spricht, gibt es tatsächlich eine Person, an der man fast nicht vorbeikommt, Dieter Dumm vom SDS, hat 1972 das Standardwerk Angst im Kapitalismus geschrieben, hat dann 1979 selber angefangen zu forschen mit dem Bauhütte-Projekt. Das war also sozusagen die Kommunenbewegung, die ja in der Stadt entstanden ist, weitergedacht und zu einer Landkommune entwickelt. Und da ging es eben vor allem um die Forschung an gruppeninternen Konflikten im Bereich von Macht, Geld, Sexualität und Liebe. Passt also auch zum Motto. Und was daraus hervorgegangen ist, ist dann in den späten 80ern die Maiga-Bewegung, das Maiga-Sommercamp, was dann zur Gründung des ZEG, des Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, in Bad Belzig geführt hat, wo sogar CDU-Landräte irgendwann zugeben mussten, dass das ZEG und die um das ZEG herum entstandenen Kommunen dazu geführt haben, dass Bad Belzig als eine der wenigen Gemeinden in Brandenburg in den 90er Jahren eben nicht an Einwohnern verloren, sondern dazu gewonnen hat. Was es eben auch sozusagen daraus entstanden sind Eco-Villages, die eben ganz aufs Land gegangen sind, wirklich mitten ins Nichts und da eben den vorhandenen Platz nutzen, um an Dingen zu forschen. Solar Power Village beispielsweise, wie kann man mit geringstem Aufwand Menschen befähigen, sozusagen sich selber zu versorgen, dass sie Strom, Wasser, sauberes Essen haben. Was sind die Techniken, die wir dafür brauchen? Denn die wissenschaftliche Forschung stellt immer die Frage, wie kriegen wir es hin, möglichst großtechnisch zu produzieren? Die Frage, wie können wir es hinkriegen, autark und für uns selber und vielleicht noch ein paar Nachbarn kleintechnisch zu produzieren, die wird leider von der Forschung relativ wenig beobachtet. Dafür braucht man dann eben diese Eco-Villages, an denen daran geforscht wird. Und wenn man mal in den Reiseführer der Ökodörfer und Gemeinschaften schaut, Eurotopia, sieht man eben auch, da gibt es relativ viele Themen, die sich dann solche Gemeinschaften eben geben, wo man dann eben auch eine passende finden könnte. Nochmal kurz auf der Welt sieht es momentan so aus. Wir haben Ökodörfer eigentlich über ganz Europa verteilt, über die ganzen Amerikas verteilt. Ganz im Süden fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Afrika und Nordasien, sage ich mal, ist noch ein bisschen untergestückt. Südasien und Ozeanien wiederum etwas besser und auch einiges mitten im Pazifik. Gut, aber es ging ja um die Stadtflucht der Nerds, deswegen gehen wir jetzt mal von den Schultern dieser Giganten zu diesen Menschen. 2007 haben Lars Weiler und Jens Ohlich, Jens war hier auf der Republika, ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier ist, ne? einen Vortrag gehalten, Building a Hackerspace, wo sie die Design-Patterns vorgestellt haben, wie man einen Hackerspace, also einen Ort, wo Menschen sich treffen, um da gemeinsam an Dingen zu arbeiten, sei es Software, sei es Hardware, sei es Gesellschaft, arbeiten können. Und in diesen etwas weniger als 10 Jahren hat das eine unglaubliche Bewegung in Gang gesetzt. Hackerspaces gibt es inzwischen überall. Allerdings haben Hackerspaces eben den Nachteil, das sind Orte, da geht man nach der Arbeit hin, so abends, trifft sich da mit Leuten, macht was und da geht man halt wieder nach Hause. Es gibt jetzt inzwischen eine Ergänzungsbewegung, das sind die sogenannten Hackbases, wie beispielsweise genau wie beispielsweise die Hackbase in Lanzarote oder ganz hier in der Nähe die Kuckucksmühle in Brandenburg. Das sind sozusagen Hackspaces mit der Möglichkeit, dort auch zu wohnen. Deswegen typischerweise eben auch eher auf dem Land. Man versucht sich so autark wie möglich zu gestalten, sodass eben auch es kein großes Problem darstellt, sich selber zu versorgen mit möglichst wenig Geld. Und ja, das ist also eine Möglichkeit, wo man sich anknüpfen kann, wenn man eben diesen Weg gehen möchte. Was auch immer wieder interessant war, waren die Hacker-Camps, wie beispielsweise das Chaos Communication Camp, wo innerhalb von allerkürzester Zeit und auch nur für ein paar Tage eine unglaubliche
Menge an Infrastruktur einfach so aus dem Boden gestampft worden ist. Wo dann auch immer wieder hinterher Leute, die dann gerade so aus dem aus diesem Rausch, aus dieser Tage irgendwie sagen, ey, warum macht man sowas nicht mal dauerhaft? Eine dieser Ideen firmierte unter dem Hashtag Hackerflauschkommune. Der kam 2012 auf und war letztlich tatsächlich der Grund, warum ich heute hier stehe und euch das alles erzähle. Und damit kommen wir dann eben auch zur Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Es ist, wie bei ganz vielen Sachen, natürlich vor allem wichtig, wenn man in irgendeiner Form in diese Richtung gehen will, wenn man sich überlegt, kann ich mich vielleicht irgendwo so einer Gemeinschaft auf dem Land anschließen, kann ich selber eine gründen, kann ich Leute finden, die mit mir zusammen eine gründen wollen, es ist unheimlich wichtig, sich zu vernetzen. Und um das hier zu starten, und ich sehe, es sind viele Leute, wenn nur 10% irgendwie sagen, hey cool, lass uns weiter an diesem Thema irgendwie bleiben. Ich habe mal einen Slack eingerichtet, wie man das heutzutage so macht. Stadtflucht.slack.com. Wer da Interesse hat, lässt mir am besten vielleicht gleich seine E-Mail-Adresse hier, dann werdet ihr da eingeladen. Und als Kommunikationskanal nach außen habe ich dann noch chaos.social/@stadtflucht eingerichtet auf Mastodon. Ich habe gehört, die coolen Kinder benutzen das heute. Da kann man sozusagen dann auch mit dem Slack-Kanal Kontakt aufnehmen und zum Beispiel fragen, ob man da rein kann oder auch vielleicht um Veranstaltungen, Events dann zu kommunizieren. Und das würde mich freuen, wenn das hier heute basierend auf dieser wunderbaren kritischen Masse, die hier im Raum sitzt, einfach starten würde. Und deswegen frage ich euch jetzt, ob ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt. Und ich sehe da hinten, da. Wie machen wir das? Gibt es ein Raummikro? Ja, sonst kannst du die Frage auch wiederholen, wenn du magst. Ah, ich weiß nicht, ob ich das so gut hören kann. Vielleicht. Oder kannst du vorkommen? Ja. Ja, erstmal danke für den Vortrag, sehr interessant. Ich habe mich natürlich gefragt, ich wohne selber in einer 100.000 Einwohnerstadt. Hier wurde viel, sag ich mal, in die Extreme gedacht. Also es gibt ja nicht nur Berlin und die Uckermark, sondern es gibt ja vielleicht noch was dazwischen. Ist das nicht vielleicht ein guter Kompromiss? Was sagst du dazu? Ja, Extreme sind immer sehr anschaulich. Und natürlich ist halt sozusagen alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, in so einer kleinen Stadt oder in einem größeren Dorf oder so, irgendwo dazwischen. Mein Vortrag richtete sich jetzt tatsächlich speziell an Leute, die jetzt momentan in der Stadt leben und merken, irgendwie 70% meines Gehalts für die Miete bezahlen ist uncool, irgendwie permanent Leute um mich herum haben ist auch zuweilen uncool. Klar gibt es verschiedene Stufen des Kompromisses, aber ich habe halt gesagt, am anschaulichsten ist es, jetzt wirklich mal komplett in die Pampa zu gehen. Aufgrund des Titels gehe ich davon aus, dass du dich ja selbst als Nerd bezeichnest. Und wie ist denn überhaupt die Erfahrung, wie viele aus der Community sind jetzt wirklich aufs Land gezogen, die du kennst? Oder also hat da wirklich schon so eine Stadtflucht dort stattgefunden? Ich kenne einige Menschen. Teile davon kennt ihr vielleicht auch, weil sie auch in der Szene relativ bekannt sind. Ich sage jetzt trotzdem keine Namen, aber ich habe den Eindruck, das hat mich jetzt auch dazu geführt, das tatsächlich mal das Thema aufzurufen, dass das gerade eine Bewegung ist. Ich hätte natürlich gerne, dass es eine größere Bewegung wird und auch eine besser vernetzte Bewegung wird, aber ich denke mal, der Ansatz ist da und wir haben ja gerade die Bevölkerungsentwicklungsdiagramme gesehen. Ich denke mal, es muss auch eine Bewegung werden, denn ich glaube, für viele Leute, ganz unbenommen, mag das Leben in der Stadt trotz aller Herausforderungen weiterhin interessant sein. Aber ich denke eben auch, dass es viele Leute geben wird, für die das nicht so ist und die da nach einer Alternative suchen. Und sie momentan, meiner Meinung nach, aufgrund der sehr unübersichtlichen Lage, das habe ich auch extra nochmal gemerkt, als ich diesen Vortrag recherchiert habe, relativ schwierig ist. Man kann momentan sich da nicht in so ein rundum sorglos Paket irgendwie reinfallen lassen.
Irgendwie hier, das sind die Schritte, das ist am besten, wenn du es so machst. Also es gibt in ganz vielen Bereichen viel Forschungsbedarf. Und das ist natürlich relativ wichtig, dass man da eben mit Leuten, die an ähnlichen Problemen arbeiten, einfach auch in Kontakt ist. Hi, du hast jetzt viele Bereiche aufgelistet, am Land anders ist. Wie sieht es aus mit dem Kulturangebot? Das ist ja schon ein großes Argument, um dann doch in der Stadt zu bleiben. Ja und nein. Denn was ich gerade gesagt habe, das, was die Stadt, also jetzt bleiben wir gerade nochmal bei Berlin, was die Stadt tatsächlich als kulturellen Sammelpunkt lange Zeit ausgezeichnet hat, dass man hier einfach irgendwie, was weiß ich, irgendeinen zerfallenden Bunker einfach mal aufschließt oder aufbricht und dann da irgendwie einen Techno-Club reintut. Oder dass man sagt irgendwie, hey, cool, alte Industrieetage, 1000 Quadratmeter, ist völlig unklar, wem das gehört, ist völlig unklar, ob da irgendjemand irgendein Interesse dran hat. Ach, ich mach da jetzt einfach mal mein Atelier rein, passt schon. So, das sind halt einfach alles Sachen, die heute in der Stadt immer weniger funktionieren. Und natürlich sind so, sag mal, Mainstream-Kultur, Hochkultursachen, Oper, Theater, Kino, die hat man typischerweise natürlich eher in der Stadt als woanders. Aber auch da ist der Punkt, will ich mir diese Mainstream-Kultur einfach nur vorsetzen lassen? Will ich die konsumieren? Oder will ich selber kulturell aktiv sein? Will ich eben schauen, wie ich mit der Umwelt zusammen einfach auch kulturell tätig sein kann? Und ich finde, das ist auf dem Land eben weiterhin einfacher, weil mehr Platz, weniger Kosten, vielleicht eben auch mehr kreative Räume, die da in der nächsten Zeit einfach entstehen, weil die Alternative, die Großstadt, einfach mehr und mehr wegbricht. Ich wollte mal als ein bisschen medial auch begleitetes Beispielprojekt für Nordisztin weg das Primansland noch in den Raum werfen, was ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen dokumentiert und mitfinanziert wird, wo halt Nerds zusammen auf dem Bauernhof mitten in die Pampa ziehen und Sachen bauen. Jo, danke für den Hinweis. So. Ich glaube schon, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist, das Thema Vernetzung, weil das ist das, was es jetzt so spannend macht. Also ich komme aus München und mag da eigentlich sehr gerne das Real-Life-Treffen der Nerds. Das würde mir auf dem Land echt fehlen, muss ich sagen. Also da muss noch ein bisschen mehr Engagement rein, muss ich sagen, als so eine Hackbase alle 300 Kilometer irgendwo. Ja, wir sind da ja momentan, wie gesagt, in so einem absoluten Pionierstadium, aber eben auch diese Hackbases alle 300 Kilometer, die gab es vor 2 Jahren noch gar nicht. Also es entwickelt sich gerade. Es ist natürlich immer so die Early-Adopter-Strafe, die kennt man ja aus anderen Bereichen, dass am Anfang ist es immer ganz furchtbar und die Software ist noch nicht fertig und ab und zu fällt auch mal was ab oder so. Aber irgendwer muss ja mal anfangen. Ne? Und klar, München ist eine geile Stadt für Nerds, ganz klar. Aber nur, wie gesagt, um abends dann ab und zu auch mal irgendwie in den CCC-Muck zu gehen oder so, die unglaublich hohen Mieten in München zu bezahlen, das muss man ja auch tatsächlich erstmal hinkriegen. Gut, wer irgendwie mir eine E-Mail-Adresse da lassen will für das Slack, lässt mir einfach eine E-Mail-Adresse hier, vielleicht irgendwie gleich mit so einem analogen Schreibgerät auf diesem Flipchart schreiben oder so, ich sammle das dann ein. Oder schreibt mir über Mastodon, wenn ihr Interesse habt. Und vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche.